Guten Abend und willkommen zu News Aktuell. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute unter anderem um diese Themen. Waschen, schneiden, föhnen. Nach 2,5 Monaten Pause konnten die Friseure in Bayern heute endlich wieder loslegen. Die Freude war groß, sowohl bei den Kunden als auch bei den Friseuren selbst. In vielen Salons sind die Terminkalender für die nächsten Wochen komplett ausgebucht. Elisabeth Köbel und Ricarda Weber haben heute Morgen in einem Friseursalon in Ingolstadt vorbeigeschaut und waren beim ersten Haarschnitt dabei. Und nicht nur die Friseure dürfen seit heute wieder öffnen. Perfekt zu dem frühlingshaften Wetter konnten auch Gartencenter ihre Kunden willkommen heißen. Endlich wieder Farbe für Gärten und Balkone. Welche Blumen jetzt Saison haben und warum die Lockerungen genau zum richtigen Zeitpunkt kommen? Manuela Müller und Pauline Pöppel haben für uns in Vohburg nachgefragt. Die Grenze zu Tschechien stellt Bayern und Sachsen aktuell vor ein großes Problem. Denn das Nachbarland gilt als Mutationsgebiet. In einem 10-Punkte-Plan hat heute Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im Rahmen der sogenannten Covid-19-Allianz ein gemeinsames Vorgehen ausgearbeitet. Welche Auswirkungen das konkret hat, die Hintergründe jetzt bei Corona in Bayern. Und nicht nur Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger macht sich für die Gastronomen stark. In ganz Bayern fand heute ein stiller Protest statt. Denn wer vermisst es nicht, in der Sonne zu sitzen, vielleicht mit einem Glas Wein und einer Lieblingsspeise. Schön serviert vom Wirt um die Ecke. Seit 4 Monaten heißt es aber entweder selber kochen oder liefern lassen. Der Lockdown bringt dabei Gastronomie und Hotellerie in eine existenzbedrohende Lage. Darauf will die Branche heute bayernweit mit gedeckten Tischen und gemachten Betten aufmerksam machen. Inge Fuchs und Sebastian Neuhauser berichten. Er galt als einer der besten Rallye-Fahrer der Geschichte und der größte Rivale von Walter Röhrl, Hannu Mikkola. Jetzt ist der fliegende Finne im Alter von 78 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Mit 123 WM-Einsätzen, 18 Gesamtsiegen und einem Weltmeistertitel 1983 im Audi Quattro verhalf er dem Ingolstädter Autobauer zu einem mythischen Status. Damit war Mikkola der erste Rallye-Fahrer, der die WM in einem Auto mit Allradantrieb gewann. Und damit zu den Kurznachrichten des Tages im Überblick. Es ist zentraler Bestandteil der Fastenaktion des katholischen Hilfswerks und ruft seit 30 Jahren die Menschen in Form eines Kunstwerks dazu auf, sich mit aktuellen Themen der sozialen Ungerechtigkeit in der Welt auseinanderzusetzen. Das Miserior Hungertuch. Alle 2 Jahre wird es neu präsentiert, so wie jetzt in der Eichstätter Innenstadt. Fabian Gentner berichtet. Viele Gastronomen und Dienstleister bieten aktuell einen besonderen Service an, um ihre Waren an den Kunden zu bringen. So können wir unseren regionalen Handel in dieser Zeit unterstützen. Zum Beispiel, indem wir uns das leckere Essen einfach nach Hause liefern lassen. Hier sind unsere Corona-Service-Tipps. Das waren die aktuellen Nachrichten aus Ingolstadt und der Region. Sollten Sie einen Beitrag verpasst haben, dann werfen Sie doch einfach mal einen Blick in unsere Mediathek auf www.tvingolstadt.de. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt noch viel Freude in unserem weiteren Programm mit dem Studio Neuburg und dem Heimspiel. Machen Sie es gut und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.